Servus Leute, Yoshi hier. Willkommen zurück zu StarCraft 2. Ja, wir sind hier auf dem im Labor und wir können uns jetzt hier mal so Typen anschauen. Und das ist ein Kristall, ja. Ich will eigentlich gar nicht irgendwie weiterspielen, weil ich die letzte Mission einfach so verkackt habe. Das finde ich einfach nur peinlich. So. Didim. So. Okay. Ja, dann gehe ich mal. Ich gehe jetzt einfach die ganze Zeit durch und hoffe, dass hier nichts. Hier bist du genau richtig. Ist so, wo ich irgendwie. Ich hoffe einfach, dass die. Dass ich die ganze Zeit einfach nichts machen muss. Puff, puff, ja, genau. So. Pivli, pivli, pivli. Oh mein Gott. Nee, auf jeden Fall. Die Teile sind bestellt. Die Teile sind bestellt. Und noch erstmal ins Arsenal. Noch wollen wir die Mission nicht beginnen lassen. Ich will erstmal Zeit totschlagen. Erstmal Zeit totschlagen. Ich euch das hier antue und ich und mein Bildschirm und das Gehäuse sind schon da, deswegen nee. Und deswegen ja, kann ich halt, ich glaube, die mache ich mir, ja, das kann man so lassen, so eine Reichweite. No. So. Ja, kaufen wir einfach mal alles. So, je nachdem, was hier geht. Zack. Weil wir haben ja die Kohle und ich will hier einfach nur Zeit totschlagen. Das soll euch allerdings nicht auffallen. So, ich glaube. Aber nee, das nutze ich eh nicht, weil es mir im Multiplayer auch nicht hilft. So. Mehr Trefferpunkte für Space Marines bringt, meiner Meinung nach. So. Und die haben wir auch noch alles gekauft. Wir haben kein Geld mehr. Läuft. So, jetzt sollte ja sich einiges getan haben. Und ja, dann gehen wir doch mal in die Mission. Frisch gestärkt und... Ach ja. Hm. Jetzt muss ich irgendwie gucken. Habe ich irgendwo eine Uhr? Nee, natürlich nicht. Jetzt muss ich das alles... Meine Leute haben eine Kolonie auf dem Planeten Hape. Wir haben den Odin in unserem Besitz. Nun können wir ihn dazu verwenden, den Angriff zur Übernahme der UN. Okay, Leute, wir machen das anders. Wir machen einfach nicht Haven. Sobald der Odin. Wir besetzen die UNN Studios. Unser Überfall auf die Valhalla-Anlage wurde noch nicht gemeldet. Die Liga hat keine Ahnung, dass wir den Odin gestohlen haben. Ich musste so ziemlich jeden Gefallen einfordern, den ich noch gut hatte. Aber der Odin ist jetzt auf der Oberfläche mit Tychus als Pilot. Matt, du bist ein Genie. Das muss eine komplizierte Operation gewesen sein. Das wollen Sie lieber gar nicht wissen, Sir. Ich würde alles dafür tun, Mengs bloßzustellen. Also, wollen Sie ihn nachher wirklich in den UNN-Studios filmen? Das ist richtig. Und wir werden Sie nicht enttäuschen. Da Tychus der Einzige mit Erfahrung ist, wird er den Odin steuern und einen Überraschungsangriff auf die Wachen des Studios starten. Sie werden einige Minuten verwirrt sein und zuerst gar nicht wissen, wen Sie angreifen sollen. Und in der allgemeinen Verwirrung errichten wir mit Hilfe unserer kürzlich erworbenen Kommandozentrale einen Stützpunkt. Ziemlich durchtrieben, Matt. Gefällt mir. Wenn Tychus mit seinem Überraschungsangriff genug Schaden anrichten kann, sollte es relativ einfach sein, die Übertragung durchzuführen. Nicht vergessen, uns bleiben nur ein paar Minuten, bevor die Liga erkennt, dass Tychus in dem Odin sitzt. Sobald sie das herausgefunden haben, werden sie alles, was sie haben, in Bewegung setzen, um uns aufzuhalten. Was auch immer passiert, das wird auf jeden Fall eine Show, an die Mensch sich sein Leben lang erinnern wird. Okay, dann mal los.
Let's get ready to rumble! Right now! So, ja. Ich bin mal ganz geschickt der Mission auf Haven ausgewichen, ja. Also noch liebt mich Ariel. Glücklicherweise, ja. Das wird sich irgendwann nochmal ändern. Irgendwann, aber erst. Also, ja, auf jeden Fall. Teile sind bestellt. Monitor und Gehäuse sind schon da. Also Monitore, weil ich habe jetzt zwei. Das darf ich nur nicht zu laut sagen, weil sonst hört das der Jay. Und der Jay ist jetzt schon mega aggressiv, dass ich zwei Bildschirme habe. Naja, auf jeden Fall. Ist sehr geil. Ich stehe da richtig drauf. Ja. Ist Schnieke. Ist schon Schnieke. Ja. Und, also, ja. Kann ich nur jedem empfehlen. Sieht mega geil aus. Und ja, dann ist Samstag Aufbautime, wenn die Teile da sind. Ich hoffe, dass die Teile da sind. Da hoffe ich mal auf die DHL. Ja, beziehungsweise Deutsche Post und auf die Leute, die eine beliebige Taste drücken. Ja, und jetzt hier mal. Ich bin im Sicherheitsnetzwerk der Liga. Bringe ihre Standorte jetzt auf den Schirm. Alter Fiene. Geht's, Tigers? Du weißt, was du zu tun hast. Ich dachte schon, du würdest nie fragen. Eieieiei. Ach. Ist mir nach Hause gefolgt. Der Odin ist außer Kontrolle. Wiederhole, der Odin ist außer Kontrolle. Haltet ihn auf. Achtung, Rebellenpilot. Hier spricht General Warfield vom Liga-Hauptquartier. Ergeben Sie sich, oder Sie werden umgehend vernichtet. Liga ist nichts als Schutt und Asche. Macht Platz für den Platzhirsch. Der Hund ist von der Leine. Zorn der Götter im Anmarsch. Die zerquetsche ich. So, die machen wir hier jetzt mal Platz hier. Jetzt zeigen wir denen mal, was eine Hake ist. So, dann laufen wir hier mal schnell hoch. Erstmal die Truppen eliminieren. Zack. Puff. Zerquetsche ich wie Käfer. Song der Götter im Anmarsch. So, hier die kriegen wir doch super platt. So. Noch 2 Minuten 40, um möglichst viel hier Platz zu machen. Also diese Sonderteile destroy ich hier gar nicht erst. So, ich versuche einfach nur möglichst einfach zu ownen hier, zu pwnagen. Die haben schon die Hälfte von meinem. Ach, das haben sie auch schon bemerkt. Puff. Ein Alarm wurde ausgelöst. Es wird nicht lange dauern, bis sie mich aus ihrem System werfen. Mach dir mal nicht ins Hemd, Junge. Gönn einem Mann doch ein bisschen Spaß bei seiner Arbeit. Ach. Und der Zorn der Götter wird personifiziert durch Yoshi. Nichts als Schutt und Asche. Zorn der Götter im Anmarsch. Ach, das Ding können wir auch noch vernichten, oder was? Wir haben fast keine Zeit mehr.
Die Jungs hier auch nicht. Immer mit der Ruhe. So. Ich verstehe noch nicht ganz, wie das hier laufen soll, aber ich hab Platz für den wohl Platz zu wenig erst. Zerstört, so wie mir das aussieht. Der Hund ist von der Zack. Die Liga hat auf einen sicheren Kanal gewechselt. Ich kann ihre Positionen nicht mehr bestimmen. Verdammt! Ich konnte allerdings auf das UNN-Netzwerk zugreifen. Wir müssen lange genug Truppen in der Nähe eines Sendeturms halten, um unsere Nachricht auszustrahlen. Damit unsere Übertragung den gesamten Raum der Liga erreichen kann, werden wir jeden Sendeturm lange genug kontrollieren müssen, um die Daten hochzuladen. Jeder Einheitentyp kann die Kontrolle aufrechterhalten. Du kannst darauf wetten, dass Mengsk da auch noch ein Wörtchen mitreden will. Gehen wir. Das wird er wahrscheinlich. Aber das werden wir hoffentlich zu verhindern wissen, also speichern wir das Ganze mal und... Schlechte Neuigkeiten? Unsere Basis ist aufgebaut und einsatzbereit. Ich übertrage die Kontrolle jetzt an Sie, Sir. Mal sehen, was dieses Baby so drauf hat. So, ein Tor zur Begleitung. Die neuen Maschinen kommen. Diese Tore sind kleiner als der Odin, aber sie lassen sich besser steuern und haben immer noch ordentlich Wumms. Viel Spaß damit. Ja, dankeschön. Der Große hier gehört mir. Kann's kaum noch erwarten. Ja, und ja. Ich glaube, wir können auch gleich direkt den ersten Angriff starten. So wie mir das aussieht. Also meiner Meinung nach zumindest, das könnte natürlich eure Meinung nach anders sein und total strategisch der falsche Weg. Ja, aber ich würde mal sagen, los. Mit zumindest dem ersten Angriff. Einsatzbereit. So. Mach Platz für den Platzhirsch. Abmarschbereit. Die zerquetsche ich wie Käfer. So, die machen wir doch platt, als wären sie nix hier. So, die Tore decken den Odin. Das läuft gut. Sogar ziemlich gut. Aber irgendwie machen die Viecher mir zu viel Schaden. Das wird hinhauen. So, die kriegen wir doch locker runter. Als wären sie hier total wehrlos. Aber das sind sie nicht. Das sind sie nicht. Und das sind sie auch selber. So. Nicht, dass die hier nochmal neu bauen. Wollen wir ja nicht. Und das wollen die sicher auch nicht. Bum 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 bum. Dieser quetsche ich wie Käfer. So, der Götter im Anmarsch. Dieser quetsche ich wie Käfer. Möglichst viel kaputt machen. So, das geht ja locker flockig von der Hand. Ach, da kommen wir nicht dran. Aber egal, wir haben ja eh keine Flugeinheiten. So, die kriegen wir doch down wie nix hier. So, hier noch. Und jetzt die und dann ist Ende in der Geländes. Sicherheitsverletzung an einem der Türme. Team Alpha, angreifen! Haltet sie auf! Ihre Streitkräfte werden angegriffen.
Wo werden die denn bitte angegriffen? Kann ich es behalten? Oh nee, das geht doch noch klar. So, den Odin lassen wir hier. Den haben wir ja auf genügend Prozent. Was? 75? 78. Ah nein, das kann ich nicht hören, ja. Ah, komm schon. 90. 95. Ah, ich schaff das. Yes. Erste Übertragung hochgeladen. Selbst Mengs wird sich aus dieser Nummer nicht mehr rauswinden. So. Empfanger Übertragung. Es gibt nur einen Mann, der arrogant genug ist zu glauben, dass er mit sowas durchkommen könnte. Rainer. Ha! Dieses eine Mal geht es tatsächlich nur um dich, Arcturus. Ich hoffe, du genießt die Show. Ich wusste es. Warfield, schicken Sie Ihre Männer da runter. Ich will Rainers Kopf, verstanden? Seinen und die seiner Terroristenfreunde. Die wirst du garantiert nicht bekommen. So. Ein Hauptziel schon mal erfüllt. Und jetzt schicken wir mal ein WBF, der den Denson Kumpel hier repariert, damit wir auch ja schon immer Firepower haben. Ja. Voll nicht genug powered of Firepower und so. Voll logisch. Kram, ihr kennt mich. Oder auch nicht, je nachdem, ob ihr es guckt oder nicht. Gefolgt. Kann ich es behalten? Didim. Da haben wir doch gleich wieder schön was auf Tasche. Also ich glaube, als nächstes gehen wir auf 3. Auf 3 geht's los. Hier ist der Tor. Oh yeah. Rock doch. Rock doch. So. Wäre jetzt schön, wenn die zeigen würden, wie viel Zeit bis zum nächsten Angriff vergeht. Und ich hoffe, dass es wenig Zeit sein wird. Weil, ja, ich bin ja schlecht generell. Aber 132 Kills. Ja. Und noch keine und noch keine und noch ein. So, der hat ja hier fast schon. Kann ich es behalten? Ja, ja, ja. Kannst du machen. Mach du nur. So. Und dann repariert er noch da und dann uploaden wir auf das nächste, ne? Also das ist eine relativ easy peasy Mission. Hab ich mal Glück gehabt in meiner Auswahl, ja. Ich bin ja. Ah, das ist so, als würden die Let's Player auf RTL. Ja? So als würde wirklich alle Let's Player so auf RTL los. So voll Power und so. So Opa Gangnam Style Math. Mal sehen, was dieses Baby voll krass und so. So, und jetzt direkt auf die 3. So wie der Krieger auf die 3 die Drohne hat, habe ich auf der 3 nichts. Ragnar, Rock'n'Roll. Das wird hinhauen. Okay, nee, da müssen wir lang. Macht Platz für den. Ich präsentiere Ihnen das neueste Kriegsgerät der Liga. Den Odin. So, ich hoffe, das passt so. Aber es sieht ja gut aus, also. Macht Platz für den Platzhirsch. Jetzt haben wir ja schon zwei Drittel im Grunde geschafft. Dann fehlen nur noch die 2 und das schaffen wir niemals. Hinhauen. Das schaffen wir wirklich niemals. Und da habe ich wirklich auch Bammel vor. Ganz kaum. Team Charlie, schnell zu diesem Turm! Erledigt diese Rebellen! Ja, ja. Lustig, erledigt diese Rebellen, hat er gesagt, und er hat voll versagt. Voll krass. So. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Ja, ja, passt schon. Kriegen die hin. Aber schon zu 91% geuploadet. Ja, der ist auch YouTuber so gesehen. Schmutziges kleines Geheimnis an alle Welten der Liga über StarCraft benutzt YouTube. Voll die Propaganda-Plattform, Alter. Okay, ich glaube, die Mission machen wir jetzt all in one sozusagen.
Ragnarökenrode. Dieser mächtige Stahlgigant steht als Zeugnis für die Genialität und Entschlossenheit unserer Liga-Ingenieure und Wissenschaftler. So. Menschliche Beharrlichkeit und Genialität haben sich vereint, um die endgültige Antwort auf die Bedrohung durch die Zerg zu spielen. Asche. So. Das. So, das geht doch noch. Ach da, na. Zack, zack. So, die sollen hier nichts mehr bauen dürfen. Das kann ich euch nicht erlauben. So. So, hier! Bäschen, bäschen, bäschen! Böse! Böse, böse, böse! Die haben wir ja quasi im Alleingang eingenommen. Sie greifen einen der Türme an! Team Bravo, schaltet sie aus! Der Götter im Anmarsch! Das wird hinhauen. Ah, nee, das schaffen wir auch so, würde ich sagen. Aber die kommen ja von hinten, die Schweine. Ich liebe es. Dieser quetschige Käfer. So, ja. So muss das gehen. Da hat er noch versucht, hier zu überleben. Das Schwein. The Pig. The Sau. Of Master. Ah, okay. Die können das aber nicht zurückerobern. Sehr gut. Mal sehen, ob ich das schaffe. Bin gespannt. Aber ich glaube schon. So. Hier 10. 20, 25, ein Viertel ist geschafft hier. Ein Drittel ist geschafft. Oh, sind wir gut. Wir sind voll die Bashorais. Boah, ich klaue hier voll andere Leute. Boah, bin ich mies. Ich bin voll der Ass-YouTuber. Hälfte geschafft. Und ich würde sagen, das schaffe ich, ne? Ziemlich gut. Das ist doch locker. Das ist doch als, ich bin einfach, ich bin Yoshi göttlich. Brauche ich schon nichts zu machen. Das siege ich einfach. So geht das. Das war die letzte. Wollen doch mal sehen, was die Menschen jetzt von ihrem geliebten Imperator halten. Alle Übertragungen wurden gesendet, Sir. Jeder Planet in der Liga hat gerade einen UNN-Spezialbericht über Max bekommen. Oh yeah. Die Rebellion hat übergriffen. Ja. Eine Mission von Matt Horner haben wir geschafft. Ja, ich würde sagen, die hat 22 Minuten gedauert. Wir haben vorher noch ein bisschen gelabert und ja, dann würde ich sagen, tschaußen, wir sehen uns. Ich bin drauf. Noch kleiner Nachtrag. Diese schockierenden Enthüllungen. Gegen Mengs gerichteter Stimmung. Zur Aufzeichnung der Pressekonferenz des Imperators. Imperator, wie äußern Sie sich zu den Völkermordanschuldigungen? Dem Einsatz von Aliens um... Ich versichere Ihnen, diese Verleumdungen gegen den Thron sind haltlos und unverantwortlich. Sir, sagen Sie noch immer, dass selbstlose Ergebenheit gegenüber dem Volk Ihre Herrschaftsbasis darstellt? Selbstverständlich. Es ist meine Berufung, dem allgemeinen Wohl der Menschheit zu dienen. Persönliche Macht war niemals mein Ziel. Wie kommentieren Sie dann diese Aussage? Niemand wird mich aufhalten. Nicht Sie, noch die Konföderierten oder die Protoss. Niemand. Ich werde über diesen Sektor herrschen oder ihn atomisieren. Das lasse ich mir nicht bieten.
Ihr Aasgeier, glaubt ihr, könntet mich hier in Frage stellen? Dieses Interview ist... Ich sehe sehr gerne, wie er sich windet. Aber die Liga wird das ja doch wie alles andere vertuschen. Diesmal nicht. Mengsk hat die Medien jahrelang als Waffe eingesetzt. Jetzt drehen wir den Spieß um. Diese Sendung hat uns einen größeren Sieg gebracht als 100 Schlachten. Vermutlich hast du recht. Dafür haben wir die Revolution ja überhaupt erst begonnen. Es ist noch ein weiter Weg. Aber vielleicht war das ein Anfang. Herzen und Gedanken gewinnen. Das waren immer deine Worte. Weißt du was, Matt? Am Ende wirst noch du diesen traurigen Haufen anführen. Oh nein. Dafür schleppe ich sie doch mit, Sir. Jetzt bin ich aber wirklich raus. Schausen.